Video werde ich euch ein bisschen was vorlesen. Und zwar aus diesem Buch von Sven Regener, Herr Lehmann. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Und ich werde in diesem Video, genauso wie jetzt, mal eine sanft gesprochene, also eine soft-spoken Voice anwenden, wie auch immer. Das habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Und ich weiß auch nicht, ob es gut klingt, aber ich hoffe schon. Und ihr könnt mir das ja gerne mitteilen, ob es euch gefällt. Und ich werde höchstwahrscheinlich mich auch beim Vorlesen des Öfteren verhaspeln und außer Puste sein, aber ich gebe mein Bestes. So, wollen wir mal starten. Erstens, der Hund. Der Nachthimmel, der ganz frei von Wolken war, wies in der Ferne über Ost-Berlin schon einen hellen Schimmer auf, als Frank Lehmann, den sie allerdings nur noch Herr Lehmann nannten, weil sich herumgesprochen hatte, dass er bald 30 Jahre alt werden würde, quer über den Lausitzer Platz nach Hause ging. Er war müde und abgestumpft. Er kam von der Arbeit im Einfalt, einer Kneipe in der Wiener Straße, und es war spät geworden. Das war kein guter Abend, dachte Herr Lehmann, als er von der westlichen Seite her den Lausitzer Platz betrat. Mit Erwin zu arbeiten macht keinen Spaß, dachte er. Erwin ist ein Idiot. Alle Kneipenbesitzer sind Idioten, dachte Herr Lehmann, als er an der großen, den ganzen Platz beherrschenden Kirche vorbeikam. Ich hätte die Schnäpse nicht trinken sollen, dachte Herr Lehmann. Erwin hin, Erwin her. Ich hätte sie nicht trinken sollen, dachte er, als sich sein Blick zerstreut in den Maschen der hohen Umzäunung des Bolzplatzes verfing. Er ging nicht schnell, die Beine waren ihm schwer von der Arbeit und vom Alkohol. Das mit dem Schnaps war Quatsch, dachte Herr Lehmann, Tequila und Fernet. Morgen früh wird es mir schlecht gehen, dachte er. Arbeiten und Schnaps trinken verträgt sich nicht. Alles, was über Bier hinausgeht, ist falsch, dachte er. Und gerade ein Typ wie Erwin sollte seine Angestellten nicht noch zum Schnapstrinken überreden, dachte Herr Lehmann. Er kommt sich noch großzügig dabei vor, wenn er die Leute zum Schnapstrinken überredet, dachte Herr Lehmann. Dabei tut er das bloß, um selbst einen Vorwand zum Saufen zu haben. Aber andererseits, dachte er, ist es auch nicht richtig, die Verantwortung auf Erwin abzuwälzen. Am Ende ist man immer selber schuld, wenn man Schnaps trinkt. Der Mensch ist ein Wesen mit freiem Willen, dachte Herr Lehmann, als er sich der anderen Seite des Lausitzer Platzes näherte. Jeder muss selber wissen, was er tut und was nicht. Und nur weil Erwin ein Depp ist und einen zum Schnapstrinken überredet, heißt das noch lange nicht, dass Erwin schuld ist, dachte er. Aber er dachte auch mit Genugtuung an die Flasche Whisky, die er heimlich hatte mitgehen lassen und die in der großen Innentasche seines langen, vor einem Septembertag im Grunde viel zu warmen Mantel steckte. Er selbst hatte zwar keine Verwendung für Whisky, denn er trank ja im Prinzip schon lange keinen Schnaps mehr, aber Erwin musste immer mal wieder bestraft werden, und Herr Lehmann konnte die Flasche zur Not seinem besten Freund Karl schenken. Dann sah er den Hund. Herr Lehmann, wie sie ihn neuerdings nannten, obwohl die, die das taten, auch nicht viel jünger waren, obwohl tatsächlich einige von ihnen, sein bester Freund Karl und auch Erwin zum Beispiel, sogar älter waren als er, kannte sich mit Hunderassen nicht aus, aber er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass man so ein Tier mit Absicht züchtete. Der Hund hatte einen großen Kopf mit einer mächtigen, sabbernden Schnauze und zwei großen, lappigen Ohren, die links und rechts davon herunterhingen, wie zwei welke Salatblätter. Sein Rumpf war fett und sein Rücken so breit, dass man darauf eine Flasche Whisky hätte abstellen können. Seine Beine waren dagegen unverhältnismäßig dünn. Sie ragten aus dem Körper heraus wie abgebrochene Bleistifte. Herr Lehmann, der es nicht übermäßig witzig fand, dass man ihn jetzt so nannte, hatte noch nie ein so hässliches Tier gesehen. Er erschrak und blieb stehen. Er traute Hunden nicht, und der Hund knurrte ihn an. Jetzt bloß nichts falsch machen, dachte Herr Lehmann, der andererseits aber auch keinen Sinn darin sah, sich wegen einer albernen Ausrede groß aufzuregen. Albernen Anrede groß aufzuregen, aber immer fest in die Augen schauen, das schüchtert sie ein, dachte er, und konzentrierte seinen Blick auf die beiden schwarzen, blanken Löcher im Schädel seines Gegenübers. Der Hund zog im Rhythmus seines Knurrens die Lefzen hoch und runter und starrte zurück.
Sie hatten etwa 3 Schritte Abstand voneinander. Der Hund bewegte sich nicht und Herr Lehmann bewegte sich auch nicht. Nicht wegsehen, dachte Herr Lehmann. Nichts anmerken lassen. Einfach vorbeigehen, dachte er und machte einen Schritt zur Seite. Der Hund knurrte noch lauter. Es war ein bösartiges, nervtötendes Geräusch. Bloß nichts anmerken lassen. Das Tier spürt die Angst und nutzt sie aus, dachte Herr Lehmann. Und noch ein kleiner Schritt zur Seite, dachte er. Nicht aus den Augen lassen. Noch ein kleiner Schritt. Und dann noch einer. So. Und dann gleich geradeaus, dachte Herr Lehmann. Aber dann ging der Hund einfach auch ein Stück zur Seite und sie standen sich wieder gegenüber. Er will mich nicht vorbeilassen, dachte Herr Lehmann, der seinen bald stattfindenden 30. Geburtstag nicht gerade als rauschendes Fest zu feiern gedachte. Gerade weil er davon überzeugt war, dass es bloß ein Geburtstag war wie jeder andere. Und er hatte seine Geburtstage noch nie gerne gefeiert. Das ist doch lächerlich. So etwas darf es gar nicht geben, dachte er. Ich habe ihm doch gar nichts getan. Er sah die großen gelben Zähne und es schauderte ihn bei der Vorstellung, wie sie von den riesigen Kiefern des Hundes in eines seiner Beine, in einen Arm, in seinen Hals geschlagen wurden. Ja, sogar um seine Hoden wurden ihm Angst und Bange. Wer weiß, was das für einer war, dachte er. Vielleicht ist er auf irgendwas abgerichtet. Ein Killerhund, ein Hodenbeißer. Einer, dachte er, der die Schlagader mit dem Arm trifft. Und dann verblutet man hier auf dem Lausitzer Platz. Es ist ja niemand da. Der Platz ist menschenleer, dachte er. Wer soll sich so früh am Sonntagmorgen schon hier herumtreiben? Die Kneipen sind hier alle schon geschlossen. Es ist ja immer das Einfall, das am allerspätesten zumacht. Vom Abfall einmal abgesehen. Aber das zählt nicht, dachte er. Um diese Zeit treiben sich ja bloß noch Verrückte herum. Geisteskranke Berliner mit abgerichteten Killerhunden. Perverse, die sich im Gebüsch einen rund herunterholen, während sie sich ansehen, dachte Herr Lehmann, wie ihre beißwütigen Hunde ihr tödliches Spiel mit mir treiben. Wem gehört dieser Hund hier? Rief er über den leeren Platz. Wem gehört dieser verdammte Scheißhund? Aber niemand meldete sich. Nur der Hund knurrte noch lauter und verdrehte seinen Kopf so, dass die Augen rotglühend schimmerten. Es ist bloß die Netzhaut, beruhigte sich Herr Lehmann. Es ist die blöde Netzhaut. Er hat den Kopf verdreht und jetzt fällt das Licht so in seine Augen, dass es von der Netzhaut in meine Richtung reflektiert wird. Dachte er, es ist die Netzhaut, die ist rot, Karotin, Vitamin A und so Zeug. Das ist ja bekannt, dass das gut für die Augen ist, dachte er. Er hatte daran eine dunkle Erinnerung aus seiner Schulzeit. Er war immer gut in Biologie gewesen, aber das war nun auch schon lange her. Biologie, dachte Herr Lehmann, Biologie hilft jetzt auch nicht mehr weiter. Ich muss hier weg. Und es erfüllte ihn ein nie zuvor gekanntes Verlangen nach seinem Zuhause. Eine 1,5-Zimmer-Wohnung in der Eisenbahnstraße, wo seine Bücher und sein leeres Bett auf ihn warteten. Keine 100 Meter entfernt von der Stelle, an der jetzt ein völlig fremder Hund sein Leben bedrohte. Wenn er mich nicht vorbeilässt, dachte Herr Lehmann, den sie früher alle ganz normal Frank genannt hatten, bis eben dieser kindische Witz, ihn mit Herr Lehmann anzureden, um sich gegriffen hatte, dann muss ich eben zurückgehen. Und er sah im Geiste schon die Station des Umwegs, den er nehmen musste, um die tollwütige Bestie in den Lausitzer Platz weiträumig zu umgehen. Waldemarstraße, Pöcklerstraße, Wangelstraße. Und dann von der anderen Seite kommend in die Eisenbahnstraße hinein. Das ist ein Kinderspiel, dachte er. Manchmal ist ein Rückzug besser als ein Angriff, dachte Herr Lehmann. Ein taktisch kluger Rückzug kann strategisch zum Sieg führen. Umzudrehen traute er sich dabei nicht. Bloß nicht umdrehen, dachte er, immer dem Tier in die Augen sehen. Und er machte vorsichtig kleine Schritte rückwärts, und der Hund machte knurrend kleine Schritte vorwärts. Bloß nichts überstürzen, dachte Herr Lehmann, der sich schon sehr auf das Fußbad gefreut hatte, das er sich seit einiger Zeit immer nach der Arbeit gönnte, obwohl er sich in seinem jetzigen Zustand nicht sicher war, ob er das noch hinkriegen würde. Bloß nichts überstürzen, dachte er, und widerstand der Versuchung, sich einfach umzudrehen und davonzulaufen. Das wäre fatal, dachte er. Der Hund ist schneller als ich. Der springt mich von hinten an, dachte er. Dann kann man sich überhaupt nicht mehr schützen. Das ist nicht gut. Nach ein paar Schritten brach der Hund, der sein Knurren jetzt schon mit seinem gelegentlichen Bellen anreicherte, seitlich aus und schlich geduckten Hauptes um ihn herum, sodass Herr Lehmann, um die Bestie nicht aus den Augen zu lassen, sich auf dem Absatz drehen musste, bis sie sich schließlich genau andersrum gegenüberstanden.
Dann eben in die andere Richtung, dachte Herr Lehmann. Da wollte ich sowieso hin. Er machte wieder einige Schritte zurück und das ganze Spiel lief umgekehrt noch einmal ab. Der Hund lief um ihn herum. Herr Lehmann drehte sich mit und am Ende standen sie wieder in der Ausgangsposition. Ich muss mit ihm reden, dachte Herr Lehmann. Hör mal, begann er leise mit tiefer und wie er hoffte beruhigender Stimme. Der Hund setzte sich. Das ist schon mal gut, dachte Herr Lehmann. Ich verstehe dich ja, sagte er. Du hast es ja auch nicht leicht. Er griff in die Taschen seines Mantels, auf der Suche nach irgendetwas, das er dem Hund schenken konnte. Manchmal, dachte er, hilft nur Bestechung. Es muss ja nicht gleich etwas zu essen sein, dachte er. Vielleicht will er ja bloß spielen. Die Besitzer solcher Hunde sagen ja immer, dass sie bloß spielen wollen. Vielleicht habe ich für ihn was zum Spielen dabei. Aber er fand nichts als seinen Schlüsselbund und die Flasche Whisky. Denn er gehörte, wie er jetzt zum ersten Mal bedauerte, nicht zu denen, die sich die Manteltaschen mit allerlei Kram vollstopften und diesen Kram dann vergaßen und jahrelang mit sich herumschleppten. Der Hund wurde etwas nervös und Herr Lehmann hörte auf zu fummeln. Du kannst ruhig sitzen bleiben, sagte er zum Hund. Ich wollte nur gucken, ob ich was für dich habe. Du kriegst doch sicher manchmal auch was von deinem Herrchen. Vielleicht ist es sogar ein Frauchen. Mein Gott, was für Ausdrücke das sind. Herrchen, Frauchen, wer denkt sich sowas bloß aus? Dem Hund schien es egal zu sein. Er ließ die dürren Vorderbeine einknicken und sein fetter Leib klatschte auf den Asphalt. So ist es richtig. Leg dich erstmal hin, sagte Herr Lehmann, dem das Hinlegen in den letzten Jahren selbst zu einer Lieblingsbeschäftigung geworden war, und bewegte sich, während er pausenlos weiterredete, mit ganz kleinen Fußbewegungen wieder zur Seite. Da bin ich doch der Letzte, der schlafende Hunde weckt, Karl lauerte er drauf los. Schlafe, mein Hundchen, schlaf ein und so. Ich weiß, wie es ist, wenn man müde ist. Ich kenne das. Ich hab's nämlich auch nicht leicht. Ich bin auch müde. Aber du, du armer kleiner Scheißer, bist noch viel müder. Stück für Stück bewegte er sich zur Seite. Das macht einen Hund müde, wenn er herumläuft und die Leute bedroht. Weiß der Himmel, wie man als Hund auf so einen Scheiß kommt. So, jetzt bin ich schon fast einen ganzen Meter weiter links als du. Und jetzt mache ich mal einen ganz klitzekleinen Schritt nach vorne und du schläfst jetzt mal schön. Nur einen ganz kleinen Schritt nach vorne und dann noch einer. Der Hund schaute sich das eine Zeit lang an, dann sprang er mit einer Kraft und einer Geschwindigkeit auf, die Herr Lehmann bei diesen mageren, ganz kraftlos wirkenden Beinen nicht für möglich gehalten hätte, und knurrte und bellte so aggressiv auf Herr Lehmann ein, dass dieser vor Schreck richtig wütend wurde. »Scheiße«, schrie er aus vollem Halse über den leeren Platz, »nimm noch einer den Scheißhund hier weg, nimm noch einer den verdammten Scheißhund hier weg, Himmel, Arsch und Zwirn nochmal, und Hals, Maul«, holte er den Hund an, der daraufhin tatsächlich verstummte. Herr Lehmann beruhigte sich wieder. Ich muss mich zusammenreißen, dachte er. Ich darf jetzt nicht die Nerven verlieren. Da fährt man ja aggressiv, sagte er entschuldigend. Der Hund setzte sich wieder. Herr Lehmann, dessen Füße von der Arbeit schmerzten, dem die Beine wie Blei und die Knochen am ganzen Körper wie zerschlagen waren, ging selbst kurz in die Hocke, um wenigstens die Beine zu entlasten. Das brachte aber nicht viel. Es war auf Dauer eher noch unbequemer. Jetzt ist es auch egal, dachte er. Jetzt kann ich mich auch gleich ganz hinsetzen. Er ließ sich nach hinten fallen und kam in eine Art Schneidersitz zur Ruhe. Wenn mich einer sieht, ging es ihm kurz durch den Kopf. Da musste er mich ja für den letzten Penner halten. Der Asphalt unter seinem Hintern war kalt und er fror. Es ist die kälteste Zeit des Tages, dachte er, und richtete es so ein, dass er auf dem unteren Ende seines Mantels saß. Um diese Zeit ist es arschkalt, obwohl es tagsüber noch so heiß wird, dachte er, wie hell es schon geworden ist. Das muss ja schon verdammt spät sein, dachte Herr Lehmann. Und ihm fiel auch jetzt erst auf, wie viele Vögel überall waren. Sie hockten auf den Bäumen, in den Büschen, auf der hohen Umzäunung des Bolzplatzes, auf den Sitzbänken, die nicht weit von ihm zu einem Halbkreis gruppiert herumstanden, und auf den tagsüber immer einige Penner oder alte Leute oder beides saßen. Sie fliegen ja gar nicht herum, wunderte sich Herr Lehmann. Sie sitzen bloß da und machen Lärm. Und wie sie Lärm machen, dachte er. Es gibt doch eine Menge Tiere in der Stadt, dachte Herr Lehmann, als er auch noch zwei dunkle Schatten, Kaninchen wahrscheinlich, über die Wiese bei der Kirche huschen sah. Warum jagst du eigentlich keine Kaninchen? Fragte er den Hund, der sich ganz auf dem Asphalt ausgestreckt und den Kopf zwischen die Vorderpfoten gelegt hatte. Herr Lehmann entsann sich der auf nicht ganz astrein erworbenen Flasche Whisky, zog sie aus dem Mantel, schraubte sie auf und nahm einen kräftigen Schluck gegen die Kälte. Jetzt ist das auch egal, erklärte er dem Hund.
Du bist wahrscheinlich zu blöd oder zu langsam für Kaninchen mit deinen komischen Beinen. Der Whisky schmeckte furchtbar, wie Schnaps überhaupt. Für Lehmann machten da die Feinheiten keine Unterschiede, aber er brachte etwas innere Wärme und verscheuchte noch einmal die Kopfschmerzen, die bei ihm als Vorgeschmack auf den Kater des nächsten Tages bereits eingesetzt hatten. Du siehst ja vielleicht aus, sagte Herr Lehmann, der sich in letzter Zeit immer öfter dabei ertappte, dass er mit einer gewissen Wehmut und ohne die früher übliche innere Abwehr an seine Kindheit zurückdachte. Zum Hund. Wie diese Tiere, die man als Kind aus Kastanien gemacht hat, wo man so Streichhölzer in die Kastanien steckt, als Beine und so. Wenn ich einfach weglaufen würde, wer weiß, ob du mich überhaupt kriegen würdest, mit den Beinen. Herr Lehmann nahm noch einen Schluck, der Hund tat gar nichts. Bin selber nicht sehr schnell, sagte er, bloß um irgendetwas zu sagen. Wie heißt du eigentlich? Er stellte die Flasche neben sich, zog die Beine an den Körper und legte die Arme darum. Der Hund blinzelte ihn friedlich an. Vielleicht sollten wir mal feststellen, wie du heißt, sagte Herr Lehmann, der das für eine gute Idee hielt. Ich muss bloß wissen, wie er heißt, dachte er. Dann hört er mit dem Scheiß auf. Dann wird er friedlich. Mit seinem Namen ist er vertraut. Er hat ja ein Halsband, also hat er ein Härchen, also hat er einen Namen. Ich brauche bloß einen Namen zu sagen. Dann fühlt er sich heimisch. Dann ist Autorität da, dachte Herr Lehmann. Bello, schlug er vor. Der Hund rührte sich nicht. Hasso? Nichts. Dann hörte er Lehmann Schritte. Sie kamen von hinten. Er blickte sich um und sah eine Frau näher kommen. Eine dicke Frau mit weiten Kleidern und einem Kopftuch. Eine Frau, dachte er Lehmann, vielleicht kann sie mich ablösen. Aber obwohl er sich jetzt, wo ihn jemand sah, etwas komisch dabei vorkam, wie er auf dem Asphalt saß, mit einer Flasche Whisky neben sich, stand er nicht auf. Er war viel zu müde und wollte den Hund nicht reizen. Er verreckte sich den Hals und sah der Frau entgegen, die wohl, weil sie ihn und den Hund erblickt hatte, ihren Schritt beschleunigte und ganz auf die andere Seite des Weges wechselte. Entschuldigen Sie, begann Herr Lehmann, als sie auf seiner Höhe war, aber die Frau sah nicht zu ihm hin. Sie blickte starr nach vorn und legte noch einen Zahn zu, als er das Wort an sie richtete. Der Hund sah zur anderen Seite und ließ sich nichts anmerken. Warten Sie doch mal, rief Herr Lehmann verzweifelt. Ich habe hier nämlich ein Problem. Das ist nämlich... Die Frau, so dick sie auch war, fing an zu rennen und war verschwunden, bevor er den Satz zu Ende bringen konnte. Der Hund knurrte zufrieden. Scheiß blöde Kuh, sagte Lehmann und wandte sich dann wieder an den Hund. Harro? Auch dieser Name bewirkte nichts. Bello? Rüdiger? Fifi? Nein, wie ein Fifi siehst du eigentlich nicht aus. Kuddeln, Saftsack, wie gehen denn jetzt diese Hundenamen nochmal? Otsche? Otsche, so hatte der Hund einer lang verstorbenen Großtante von ihm gehießen. Es war ein kleiner Langhaardackel gewesen, den am Ende ein Lieferwagen überfahren hatte. Lehmann hatte ihn damals, als er noch ein Kind war, aus tiefstem Herzen gehasst. Bastel, Hansi, Lassi, Wauwau, Watschel, Spinnebein. Der Hund zeigte kein Interesse. Watzmann, Bootsmann, Boxi, Boskop. Herr Lehmann verlor die Lust an diesem Spiel. Das ist ja alles Unsinn, dachte er. Ich bin ja betrunken. Er nahm noch einen Schluck von dem Whisky und schüttelte sich.